da los? Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu den LOL News. Kurz vorab, wir haben jetzt erstmal eine kleine Produktplatzierung am Start und zwar ist Stats of Doom wieder zurück. Um das kurz zu erklären, Stats of Doom ist eine Webseite, die Johnny Maxim gemeinsam mit Red Bull konzipiert haben, auf der ihr Challenges rund um League of Legends bestreiten könnt, dabei aber auch gleichzeitig uns helft, Statistiken zu sammeln, weil das ja inzwischen bei Riot relativ schwierig geworden ist und ihr bekommt auch noch zusätzlich die Chance, ein paar Preise abzusahnen. Inzwischen haben schon über 10.000 Leute teilgenommen, also erstmal danke dafür, aber natürlich geht das Ganze weiter. Die aktuelle Challenge lautet Farm pro Minute und da ist jetzt die letzte Woche angebrochen, also unbedingt nochmal vorbeischauen, wenn ihr die Chance auf ein paar geile Preise haben wollt. Falls ihr da nochmal ein paar genauere Infos haben wollt, dann empfehle ich euch in der Infobox mal vorbeizuschauen, da habe ich Johnnys Video dazu mal verlinkt, aber was ich euch sagen kann, ist, es gibt eine Menge Riot Points jede Woche zu gewinnen und für den Gesamtsieger der Challenges besteht die Chance, Red Bull Dosen zu gewinnen und sich in der Hall of Fame zu verewigen. Ihr könnt gerne auch mal den Discord-Server abchecken, da könnt ihr euch zum Beispiel mit anderen Teilnehmern über die beste Taktik, wie man denn jetzt den maximalen Farm bekommt, austauschen. Gerade die aktuelle Funnel-Strategie sollte da relativ effizient sein. Also auf jeden Fall einfach mal abchecken. Dankeschön nochmal an Red Bull für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den LOL-News. Bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Gold-Funneling-Strategie. Ja, das ist ja gerade auch in der Pro-Szene sehr, sehr beliebt. Und für die Leute, die sich noch nichts darunter vorstellen können, im Prinzip packt man einen Carry und einen Supporter gemeinsam in die Midlane und der Carry bekommt sowohl den Midlane-Farm als auch den Jungle-Farm. Was das bedeutet, ist einfach, der Carry kommt, ohne wirklich was zu machen, außer zu farmen, unglaublich weit nach vorne, ist dann nach 20 Minuten 4-5k Gold ahead und kann das Spiel komplett alleine carryen. Gerade in der Pro-Szene, wie angesprochen, ist das übel beliebt. G2 rasiert damit fast jedes Game und Riot möchte dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Denn wer dagegen schon mal gespielt hat, der weiß, es macht nicht so viel Spaß, weil du halt nicht viel dagegen machen kannst, außer zu hoffen, dass du härter snowballst. Wie sie das ein bisschen eingrenzen wollen, ist aber sehr, sehr interessant, denn man wird ab sofort, solange man ein Tier 1 oder ein Tier 2 Jungle-Item hat, also solange man noch nicht das fertig ausgebaute Jungle-Item hat, weniger Gold von Minions bekommen, aber nur, wenn man das meiste Gold im Team hat. Und das ist ja bei dieser Funneling-Strategie auf jeden Fall der Fall. Ist sehr, sehr spezifisch und kann durchaus für Verwirrung sorgen. Deswegen hat Riot auch schon gesagt, das ist nur temporär. Sie werden da langfristig gesehen noch eine andere Lösung versuchen. Aber ich denke, damit kann man dem Ganzen schon mal gut den Riegel vorschieben. Ebenso ist geplant, die Conqueror-Rune zu nerfen. Ja, Brüder sind gerade vielleicht ein bisschen zu strong, werden Mitte gespielt, Toplane gespielt, Botlane gespielt, im Jungle gespielt und auch noch erfolgreich überall. Gerade die Tanks wurden dadurch ein Stück weit verdrängt, weil dieser True Damage einfach ein bisschen zu strong ist. Der Gold-Funneling-Nerf, der wird mit 8.14 auf die Live-Server kommen, der Conqueror-Nerf wahrscheinlich aber erst mit 8.15. Machen wir weiter, viele von euch werden sich wahrscheinlich noch an die legendäre Performance von Uzi auf den Worlds 2017 erinnern. Ja, er wurde damals und auch eigentlich heute noch zu Recht der beste AD-Carry der Welt betitelt, hat aber neben diesem Titel noch andere Sachen, die er mit sich rumträgt schon länger und leider auch ein paar gesundheitliche Probleme. Gerade seine Hand, sein Arm und sein Rücken sind davon betroffen und das geht jetzt so weit, dass er erstmal eine Auszeit nehmen muss. Ja, sein Doktor hat ihm verordnet, jetzt erstmal eine Pause zu machen. Das heißt, er wird jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit auf die Auswechselbank von RNG gehen. Hat das Ganze aber im Spring Split auch schon gemacht in den ersten Wochen. Also das ist jetzt nichts komplett Neues. Und ich denke, zu den Summer Split Playoffs oder aller spätestens zu den Worlds wird Uzi wieder mit voller Stärke zurückkommen. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute und ich hoffe, dass er noch eine lange Karriere hat. Denn es macht ziemlich viel Spaß, dem Jungen zuzugucken. Ansonsten gab es dieses Wochenende noch eine ganze Menge E-Sport-Action. Natürlich die Premier Tour in Hamburg, bei der wir live vor Ort waren, wo sich ESG, ich denke zur Überraschung einiger, ziemlich dominant durchsetzen konnte, das Ganze mit 3:1 gewonnen hat und damit den ersten Premier Tour Titel mit nach Hause nehmen konnte. Ansonsten gab es noch die Rift Rivals, sowohl EU-NA als auch in Asien. Bei EU-NA hat das Ganze Europa gewonnen, das heißt zumindest bis zu den Worlds ist die Frage EU bigger NA jetzt geklärt und in Asien ebenso, aber zur Überraschung vieler konnte sich Korea nicht durchsetzen, sondern China gilt jetzt als, ja, man muss es ja wirklich sagen, beste Region der Welt, auch hier natürlich nur bis zu den Worlds und letztendlich muss auch jeder für sich wissen, wie viel die Rift Rivals tatsächlich bedeuten, weil ich denke, nicht jedes Team bereitet sich gleich gut auf die Rift Rivals vor. China meinte, die haben jeden Tag bis 2 Uhr nachts trainiert, für manche war das wahrscheinlich mehr so ein Gimmick, also die Worlds sind immer noch das, was zählt, aber die Tendenz ist da, dass sich die ja sowieso schon kleine Lücke zwischen China und Korea inzwischen geschlossen hat. Schauen wir mal, wann sich die immer noch brachial breite Kluft zwischen Westen und Osten schließen lässt. Hoffentlich irgendwann mal, aber ich denke, auch diese Worlds wird China und auch Korea weiterhin als großer Favorit antreten. Zwei kleine Sachen gibt es noch, ja. Neues T-Shirt, neuer Tag, gleiche LOL-News. Zum einen fängt endlich die Summoners Endleague an. Nächsten Dienstag ab 18 Uhr werden sich die besten Teams aus Deutschland battlen, um
der erste Summoners Inn Meister quasi zu werden. Also da auf jeden Fall vorbeischauen. Und natürlich haben wir den zweiten Premier Tours Stopp am 29.07. hier in Berlin. In der gleichen Halle wie damals The Main. 3000 Zuschauer passen rein. Also nochmal eine ganze Ecke krasser als das in Hamburg. Wird super, super nice. Und zusätzlich haben wir auch noch das King of Spandau Finale davor. Das heißt, wir werden da auch vor Ort zocken. Kevin, Kutscher, Tim, Johnny, alle vor Ort. Das solltet ihr nicht verpassen. Kauft eure Tickets, bevor es zu spät ist. Alles in der Infobox. Aber jetzt bin ich wirklich raus, ne? Macht es gut und wir sehen uns spätestens in Berlin. Bis dann.